Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir Crawling in the Dark. Ein Dungeon Crawler in VR, sowas hat man sich schon immer gewünscht. Auch ich. Und ich freue mich, denn die Grafik sieht auch ganz nice aus. Mit vielen verschiedenen Gegnern und immersiven Bewegungen like Skyrim. Und da freue ich mich. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Gut, du kannst Videos und Screenshots des Spiels nach Belieben verwenden. Dieses Spiel ist herausfordernd und verzeiht keine Fehler. Du wirst nicht an die Hand genommen und oft sterben. Ja, das ist schon mal sehr aufbauend. Aber es ist ein schönes Portal und da werden wir jetzt reingehen. Nachdem ich hier mein Chaos beseitigt habe, handelt sich nur um Stunden. Gechillte Musik. Die Grafik sieht auch ganz gut aus. 140 Supersample. Bling. Ich habe im Vorfeld schon ein paar Einstellungen gemacht. So sehen wir also aus. Warum wir jetzt zwei Anzeigen brauchen in unseren Händen, ich weiß nicht. Wir haben hier... Oh, Physik gibt's also auch. Schon mal hier... Die Einstellung auf Deutsch gestellt. Bildschirmeffekte bei Verletzungen sind aktiviert. Die Trigger-Tasten zum Aktivieren. Free Locomotion. Zur Sicherheit haben wir noch ein bisschen Teleportation, was wir aber, glaube ich, nicht brauchen. Was wir aber eher brauchen, ist wahrscheinlich Drehen. Machen wir lieber das. Teleportation, freies Drehen. Falls man uns... Oh, nee. Teleportation muss aus. Das macht mich sonst wahnsinnig. Flüssiges Drehen. Ja. Machen wir das so? Oh, wir haben sogar Schatten. Und Lebensbalken bei Gegnern. Ihr wisst ja, ich bin so ein Typ, ich mag die Immersion. Und das wäre Immersion vernichtend, einen Lebensbalken über den Gegnern. Und wie viel Schaden ich mache, ist auch nicht so relevant. Ich bin ein Hardcore-Spieler. So, und da müssten wir alles gemacht haben. Können wir irgendwas nehmen? Nein. Würde ich sagen, gehen wir ins Spiel rein. Sollte eigentlich gut laufen. Put on the backpack. Okay. Großartig. Spiel beginnt in... Los. I remember the night that twisted our lives. They came, swarming the house like hungry locusts, shouting with fire and blades, hiding their bloodlust under a cross. I hid in the wardrobe. Praying to the old gods, praying to someone, to anything. I did nothing, as they killed and destroyed all that was precious to me. And I hated every inch of myself. I wished myself to suffer. And pay. Okay, kurzes Intro. Ich schätze mal, der Held, den wir spielen, hat einen Überfall von Kreaturen überlebt, aber dadurch hasst er sich selber, dass er nichts getan hat, außer sich zu verstecken und sozusagen sein Vater, den man auf dem Boden gesehen hat, verstorben ist. Tragisch, aber was willst du auch machen als kleiner Junge? Da kannst du halt nicht viel anrichten. Aber die Grafik fand ich halt echt schon sehr gut. Aber ein paar kleine Soundfehler habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob man das auch gehört hat und ob das im Laufe des Spiels dann auch nochmal kommt. Wäre schade, wenn ja, aber wir schauen einfach mal. Dann haben wir so ein
eine Seite Charisse gefunden. Charisse is always tired these days and spends much of her time in bed. Bran is calling her names again, saying that she does nothing but sleep. But I understand her. The bed looks so cozy. One feels rested simply looking at it. We are all tired. Schlafen. The noises from the cellar are getting louder. Soon it will be time. Okay, hier ist noch eine Seite. We had that dream again, all four of us. There was blood everywhere, covering the floor, soaking the bed. I screamed and we woke up. It can't go on like this. Something is doing this to us. And we know where it lies. We're going to find it and free ourselves from this curse. Also er hat sich zur Ruhe gesetzt mit seiner Frau, wird aber wieder verfolgt und ihm beschleicht das Gefühl, dass er von einem Fluch besessen ist und diesen versucht er zu beseitigen. Ich habe das Inventory, was sehr nice ist mit dieser 3D-Optik. Richtig gut. Wir haben eine Karte. Ne, das geht zum Menü zurück. Wir haben hier... da sehen wir das nochmal auf Text. Das, was er uns gerade erzählt hat, wir können nochmal die Sprachausgabe wiederholen. Aber okay, also dieses Inventar kennt man, das ist also gängig für VR. Habe ich jetzt schon in einigen Spielen gesehen, dass man so ein physikalisches Inventar hat. Gefällt mir. Einfach zu nutzen. Können wir hier... Okay, hier geht's raus. Schade, dass sie jetzt das nicht physikalisch gemacht haben. Und gestern haben sie ja auch irgendwie physikalisch hergestellt. Aber naja. Aha. Komische Lichter, die eigentlich nicht sein sollten, denke ich mal. Henry Eine Schmiede. Is, as usual, I might add, working at the forge. I always loved to watch how he bends the metal to his will, transforming it into everything he wants it to be it spoon or sword. This craft of his will prove invaluable in surviving the coming hurdles. I'm sure of it. Können wir dann selber irgendwas herstellen? Oh. Da haben wir eine Truhe. Ne. Whoops. Was war das? Aha, Ingots. Das sind also die Ressourcen. Können wir das mitnehmen? Nein, aber ich glaube, den Hammer braucht man nicht. Das ist echt, wenn ich... Ich bin doch... Na, never mind. Was haben wir hier? Although Henry loves the forge, I know that this room is his favorite place in the entire house. The armory. There is enough space to store any kind of weapons and armors, even though there are so many already. Why so many? Did Henry make all of these? Some seem used, scratched and stained. Sehr cool. Haben wir also unser erstes Schwert, unsere erste Waffe. Hier können wir scheinbar trainieren. Bran is training. Or maybe I should say that Bran is training again. Noch nicht trainieren. I swear, nicht genug Essenz zusammen. Was kann ich doch machen? Practice, practice, practice. He is itching to fight, he says. He can't wait. I envy him. And maybe hate him a bit too. Warum? I want to be like him. But I am not. Und trainiere. They all know that. Musst halt trainieren, they are Junge. Here for this reason. Charisse said that it is time. She said that it won't get better if we wait longer, smiling bright as a sunflower, and then she laughed a bit, pure as fresh water. Where would we be without her?
She keeps our heart warm, our little sister. It goes without saying that Bran accepted immediately, and after a bit of thinking, even Henry said yes. Great. I'll have to follow them. Okay, schätz mal, da geht's ja dann runter zum eigentlichen Spaß. Sonst wird's ja nicht Dungeon Crawler heißen, aber mich interessiert, was passiert, wenn ich durch die Tür gehe. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Okay. Dann lasst uns jetzt in die Höhle runtergehen. Und schauen, was das Spiel so bringt. Scheiße, jetzt habe ich die Waffe nicht mitgenommen. Wo ist das Schwert hin? Das Schwert ist weg. Vielleicht sollte ich das auch gar nicht mitnehmen oder so. Ich weiß es nicht, deswegen gehen wir jetzt einfach ohne Schwert da rein. Ups. Oh Gott. Ui. Ist das, weil ich mich runterbück? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob... Ist das wichtig? Ja doch, das wird gespeichert, ja. Ach, da ist das Schwert. Okay. Interessant. So, wir sind im Keller. Und hier meine Fackel. Die Fackel nehme ich in die Hand, weil ich Rechtshänder bin. Oh, das wird blöd. Den Triggern festzuhalten. Bedarf vielleicht doch ein paar Einstellungen. Also am Anfang hat dieses Spiel echt Schwierigkeiten. Also es ist ein bisschen wackelig mit dem ganzen Zeug und manchmal klippt auch das Inventar dann nicht richtig oder die Fackel geht nicht an. Aber na gut. Ich habe zuerst gedacht, dass ich die Fackel ständig auf den Triggern... Whoops. Alter. Draufbleiben muss, aber das geht auch so ohne Festhalten. Und jetzt bin ich ready. Jetzt können wir rein in den Dungeon. Und dann rocken wir den Scheiß. Wir sind hier im Keller. Ich denke mal, uns wird hier nichts erwarten. Nichts, was uns umbringen könnte. Da ist ein Dreckstabling, komm her. Oh, dann kann man also nicht, Scheiße, bist du hässlich. Mhm. Man kann also ausweichen. Sehr geil, dass man ausweichen kann. Ja, komm, komm. Zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, fuck. Das war ein Volltreffer. Puh. Das ist nice. Das Ausweichen macht Spaß. Und die Figuren? Also echt schön gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir echt sehr. Und das Ausweichen, wie gesagt. Nur blöd, dass man halt im Kampf sich nicht schnell bewegen kann. Muss schon ein bisschen agil sein. Okay, los geht's. Mit dem Licht ist auch schön. Stell mir vor, wenn wir richtig dunkle Dungeons haben, wird das echt sehr cool. Warum kommt da jetzt noch eine Fackel? Ich weiß es nicht. Ja, komm her! Du kommst nicht an dein Schwert ran! Ja, ich dich beim Schlafen gestört. Tut mir leid. Aber du wolltest mir an meine Eier. Das lasse ich nicht zu. Oh, der Nächste. Na komm. Okay, versuchen wir mal agil zu sein. Wow, zack, zack. Na komm. Man kann auch so stechen wahrscheinlich. Easy. Läuft für uns.
hier kaputt machen? Nein, keine Vasen. Okay. Das ist ganz cool, dass da auch das Herz dann so anfängt zu schlagen, also im Spiel. Können wir 1:1 mit meinem Herz dann irgendwie gleichsetzen. Hallo? Ja, komm. Ich kann auch durch das Fenster. Na, komm. Na, kann man wahrscheinlich auch parieren. Ja, dann warte ich. Gehen wir halt erstmal so. Das ist nichts, okay. Okay, versuchen wir mal zu parieren. Na, komm. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ist er runtergefallen? Da! Da! Läuft gut. Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nein. Okay, weiter geht's. Wie wär's mal mit einem anständigen Gegner hier? Boah, der ist schon ein bisschen agiler. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Puh. Der hat mich schon eher getroffen. Ich hatte aber auch wenig Platz. Wenig Platz zum Ausweichen. Ah, okay, man kann auch Lichter anmachen. Das ist auch ein ganz cooles Feature. Oder auch Lichter ausmachen. Würde auch gehen. Kann man dich verbrennen? Nein, leider nicht. Okay. Was sind noch andere Schwerter? Warum immer Fackel spawnen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Energie. Gucken wir mal. Wie viel... Was haben wir hier? Oh, Plan Kurzschwert. Können wir das irgendwie... Na, wahrscheinlich... Wahrscheinlich erst später Fiole. Hm. Wie kann man das benutzen? Wir gleich mal. Ups. Schon wieder in Fahren gelassen. Jedes Mal das Gleiche mit dir. So, wir haben jetzt hier die Fiole. Ja, ist halt gut, dass man da die Schrift sieht, die man aber nicht lesen kann. Fiole, da steht Fiole. Ja, Fiole, steht da. Okay, wie benutze ich dich jetzt? Scheiße. Oh, ich darf nicht hinhocken. Muss man vielleicht... Muss man das nutzen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man Fiolen benutzt. Das hätte man vielleicht erklären können. Na, wir schauen einfach mal. Vielleicht werden wir das noch herausfinden. Vielleicht brauchen wir auch keine. Wir sind Pro-Gay. Oh fuck. Der hat ein fucking Schild, ey. Boah. Boah, fuck. Jetzt hast du kein Schild mehr. Was machst du jetzt?
Jetzt hast du auch kein Schild mehr. Oh, fuck. Du bist gestorben. Puh. Gar nicht so einfach. So, wir haben uns wieder geheilt. Hier war wieder eine Seite. I knew that it was a bad idea. I knew it. We are not ready. It is brimming with goblins down there. Too many of them. And Charisse got injured. By the gods above. Wer ist Charisse? I don't know what I'll do if something happens to her. Thankfully, it was only a scratch, even though it bled so much. After one night in bed, she is healthy again. Whoops. Henry is going to teach us how to make swords. We all protested. We have him, after all. But he was adamant. He sat on the bench and muttered under his thick beard for what seemed an eternity, talking of responsibility and being prepared for the worst, etc. We gave in to shut him up, and here I am, taking notes. Charisse couldn't be trusted with it, and Bran... Well, Bran... is Bran. Bran. Okay. Bran von... Put the blueprint on the workbench hier ist, was ich mein. And add all the necessary resources to make the raw basis of a new sword. That wasn't so hard. Even Bran managed. Okay. Put the raw steel into the forge to make it hot and malleable. Wait until the steel is glowing red. Enjoy as Charisse gets impatient and starts to fidget around. Try not to strangle her when she asks for the 100th time. Is it done yet? Oh, nicht reinfallen. So, das möchte ich jetzt bauen. Es ist, ich muss. Hier. So. Okay. Kurzschwert. Weil ich sehe aber nicht, wie viele ich habe. Ich muss sie nun einzeln drauf machen. Ja gut, wahrscheinlich später braucht man verschiedene Ressourcen, um die dann reinzumachen. Ah, okay, dann habe ich hier mein Roheisen. Das machen wir jetzt hier rein, erwärmen. Und dann brauche ich wahrscheinlich einen Hammer. Geht natürlich auch schneller. Double time. Find any hammer and hammer the steel flat into the desired shape. Note to self. Battle hammer Schlagzeug spielen. Is not suitable for the task. Note to Bran. Stop swearing so much. Note to self. Bran is not suitable for the task. Sehr schön. Haben wir hier die Stats wahrscheinlich? Eigentlich. So, wo ist das andere Schwert? Da hinten. Oh. Ups. Kann man das jetzt nicht mitnehmen oder wie? Ach so, das ist noch gar nicht scharf. The last step is to take the blunt sword and make it sharp. Sharpen the blade evenly along its entire length on the spinning grindstone. This step requires some patience and precision. More exactly, this step requires Henry. None of us could have done it with such mastery. Mal einfach drauf lassen.
fascinating. Maybe I ought to learn for real. No, no. Das ist fast Handwerk hier. We have them. Oh, Kurzschwert hergestellt. Und jetzt kann ich auch die Stats mir anschauen. Ja, um einiges besser. Ja. So ist dieses Schwert. Können wir das eigentlich wieder? Ich glaube nicht. Oder irgendwie wiederverwenden oder ich weiß auch nicht. Kann man es nicht wegwerfen? Nö, man kann es nicht wegwerfen. Okay, ja, dann behalten wir das. Okay. Wir gehen wieder rein. Ab zur nächsten Runde. Noch ein bisschen Zeit haben wir. Oder ich sag, würde sagen, nee. Ist ein guter Cliffhanger, wie immer. Hier machen wir Schluss. Gucken wir noch einmal kurz die Gegend nochmal an, ob da vielleicht irgendwas ist. Nicht genug Essenzen, sammle mehr Essenzen. Okay. Nächstes Mal scheinbar mehr Essenzen. Guter Cliffhanger. Wir werden schauen, ob wir jetzt mit dieser neuen Waffe tiefer in den Dungeon kommen. Also ich kann jetzt schon sagen, ich werde das Spiel ein bisschen... Ein paar Folgen werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Warum? Ab zur Atmo. Bis gleich. Und Schwitzen kommt auf jeden Fall, auch bei dieser VR-Erfahrung, allein schon das Ausweichen. Und ich bin mal gespannt und deswegen werde ich auch weitere Folgen spielen, wie weit wir runterkommen, was uns noch erwartet, was für Monster kommen, weil eigentlich finde ich das Spiel gar nicht mal so schlecht von den Assets her, von den Avataren. Doch, ist nicht schlecht gemacht. Und mit der Steuerung kommen wir eigentlich auch so gut klar. Ja, entschieden. Wir werden es weiterspielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. In diesem Sinne, euer NerdFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.